Bevor die Parteien bereits in Richtung Nationalratswahl im September blicken, gilt es davor, noch am 9. Juni die EU-Wahl zu schlagen. Für die FPÖ wird Harald Wilimski wieder freiheitlicher Spitzenkandidat. Was er sich unter guter Europapolitik vorstellt, das bespreche ich jetzt mit ihm. Herzlich willkommen, Herr Wilimski. Hallo und schönen Dank für die Einladung. Ja, Herr Wilimski, gestern noch beim Aschermittwoch gewesen als Ehrengast. Deftige Sprüche wurden da gestern auch rausgeholt von politischen Kollegen, aber auch von den Mitstreitern. Jetzt gibt es einige Stimmen, die sagen, der politische Aschermittwoch ist wie der Villacher Fasching. Allerdings werden die Akteure um ein Vielfaches besser bezahlt. Finden Sie das auch? Ja und nein, der Aschermittwoch hat die Tradition in Bayern. Franz Josef Strauß hat das begründet mit einer, sage ich, satirehaften und faschigen, launigen Art und Weise der Analyse politischer Vorgänge. Ich glaube, wenn das einmal im Jahr stattfindet, ist es etwas Gutes. Wir haben gestern einen wahnsinnig tollen Abend da verbracht, ja, bis nach Mitternacht, ja, mit den Menschen im Gespräch, haben Selfies gemacht, ja, unglaublich viel an positiver Stimmung. Und ich bin froh, dass einmal im Jahr auch die Politik von so einer Seite, sage ich, auch ein bisschen akzentuierter und pointierter, ja, bewertet werden kann. Also die deftigen Sprüche einmal im Jahr, die finden Sie, denken Sie, ja, das passt schon? Na, wie gesagt, es kommt aus der CSU-Tradition Bayern. Es ist genauso bei anderen Parteien, wo man halt da und dort ein bisschen tiefer, ja, hier in die Auseinandersetzung greift. Ja, aber es kommt vom politischen Gegner genauso. Und wenn man das Ganze mit einer Faschingsnote sieht, ist es in Ordnung, ja. Herbert Kickl, FPÖ-Chef, hat für die EU ja bekanntlich keine so guten Worte. Normalerweise, er sprach da in der Vergangenheit von selbstgefälliger Politik der EU, Politiker, die Däumchen drehen, und seit 2014 sitzen Sie jetzt für die FPÖ im EU-Parlament. Wieso konnten Sie denn Herbert Kickl von der EU noch nicht so überzeugen? Weil ich selbst nicht davon überzeugt bin, und er hat völlig recht, wenn er sagt, dass dieser Laden völlig überdimensioniert ist, viele hier Däumchen drehen, dass er eine gigantische Tintenburg ist. Auch ein Grund dafür, warum ich sage, reduzieren wir diesen Laden. Wir haben jetzt 705 Abgeordnete, ein absoluter Irrsinn, so viele zu haben. Das soll abermals auf 720 erhöht werden. Und vergleichen Sie die EU zum Beispiel jetzt mit den USA, die haben 435 Abgeordnete im Repräsentantenhaus sitzen. Das heißt, es würde die Hälfte der Abgeordneten reichen im Europäischen Parlament. Wir könnten die Kommission, jetzt 27 Kommissare, die kein Mensch kennt, ja, die in Wahrheit nur damit auffallen, dass sie neue bürokratische Regelungen machen, auch die zusammenstutzen, auch die halbieren. Und wenn das Hand in Hand damit geht, dass die Kompetenzen der EU zurückgeschaufelt werden von der supranationalen Ebene in die Parlamente der Mitgliedstaaten und wieder mehr an direkter Demokratie möglich ist, dann glaube ich, hat niemand, auch von uns, niemand etwas gegen europäische Zusammenarbeit, weil der ursprüngliche Gedanke dieser europäischen Zusammenarbeit war es immer, Frieden, Freiheit, Wohlstand für möglichst viele zu generieren und nicht die Menschen zu drangsalieren mit Verboten, mit Regulativen, mit Irrsinnigkeiten, die kein Mensch braucht. Da hat Herbert Kickl voll recht, und da brauche ich ihn nicht zu überzeugen und er mich nicht zu überzeugen. Da agieren wir quasi völlig in einer Zielsetzung, mehr Rot-Weiß-Rot und weniger Brüssel. Also EU-Abspecken, habe ich da jetzt verstanden. Ja. In Österreich steht man ja auch schon seit einigen Jahren, muss man sagen, sehr ablehnend zur EU. Also laut Eurobarometer-Umfrage vom letzten Jahr bewerten nur 42% die Mitgliedschaft in der EU positiv, 22% sehen sie als etwas Schlechtes. Sie sagen, das gehört abgespeckt, aber dann kann man ja die Leute dann schon überzeugen, dass das was Gutes ist. Es war die Freiheitliche Partei, glaube ich, die erste Europapartei überhaupt in Österreich, als wir eine europäische Gemeinschaft noch hatten, wo es darum ging, dass Staaten vereinbart haben, auf Augenhöhe zueinander und in Freundschaft miteinander zu kooperieren und diesen Gedanken von Frieden, Freiheit, Wohlstand für möglichst alle zu schaffen. Erst als man begonnen hat, damit zu zentralisieren, erst als man begonnen hat, mit aberwitzigen Regulativen die Menschen zu drangsalieren, ja, und bis hin zu aktuellen Entwicklungen, wo man als Europäische Union hier ganz bewusst den Krieg Ukraine-Russland befeuert, ja, wo man in der Auseinandersetzung der Palästinenser mit Israel weiter die Palästinenser, ja, und damit die Auseinandersetzung, ja, hier befeuert, dass die Europäische Union 12 Sanktionswellen gegen die Russen verhängt hat, die nur uns Europäer treffen und bei uns die Inflation explodiert ist. Ja. Jeder merkt es beim täglichen Einkauf, jeder merkt es an der Tankstelle. Ich glaube, das Problem der Europäischen Union sind die Akteure der Europäischen Union.
und die Zielsetzung, dass die Europäische Union sich einfach zurücknehmen sollte. Und wenn sie sich zurücknimmt und auf diese eigentlichen Ziele konzentriert, dann glaube ich, dass ein guter Weg damit beschritten werden kann. Sie haben jetzt sämtliche Konflikte auch aufgezählt, die in der Welt herrschen. Würden Sie dann sagen, die EU ist eine Art Kriegsmaschinerie oder Kriegstreiber? Also so hat man das jetzt ein bisschen rausgehört. Naja, schon, wenn Sie sich die Debatten im Europäischen Parlament anschauen, dass man eigentlich bedingungslos und ohne kritisches Wort das, was die US-Amerikaner unter Joe Biden, der mehr als hinterfragenswert ist, hier nachvollziehen und nur daran interessiert sind, möglichst viel an europäischem Steuergeld in die Ukraine zu pumpen, möglichst viel an Waffen in Richtung Ukraine zu liefern, dann ist das nicht das, was für mich die eigentliche Zielsetzung hätte sein sollen, nämlich dass die Europäische Union sagt, wir bieten uns an als Moderator, als Friedensplattform, wir holen etwa die Konfliktparteien nach Österreich. Österreich ist neutral, Österreich hat den Sitz der Vereinten Nationen, OSZE. Wir könnten die nach Wien holen und versuchen hier einen Prozess der Friedensstiftung herbeizuführen, den die Europäische Union überhaupt nicht will, sondern ganz im Gegenteil offensichtlich hier Krieg befeuern will. Und im Hintergrund geht es ganz, ganz deutlich zu sehen um sehr viel Geld. Man hat das günstige, billige russische Gas gekappt. Ja, und die Frau von der Leyen, die eine Menge an Problemen generiert hat in ihrem Wirken, ist dann gleich in die USA geflogen, damit wir das viel teurere US-Flüssiggas kaufen. Zahlen uns wir Europäer diesen Konflikt. In der Region selbst haben wir bereits über eine halbe Million an Toten zu verzeichnen. Das ist nicht die Politik, die ich will. Ich will Frieden, ich will Versorgungssicherheit in Europa mit günstiger Energie. Ja, und ich will eine Europäische Union, die diesen Frieden und Freiheitsgedanken vorantreibt und nicht glaubt, politischer Akteur zu sein, der die Europäische Union nicht ist. Lassen Sie mich ein ganz kleines Bonmot noch bringen. Die Europäische Union möchte politischer Akteur sein im geopolitischen Wettstreit, ist aber nicht einmal in der Lage, in den vergangenen 10 Jahren im Europäischen Parlament für Warmwasser zu sorgen. Das schaffen die einfach nicht, weil es da irgendeine bakterielle Belastung gibt und sie diesem Problem nicht Herr werden. Und ich sage, jemand, der nicht einmal in der Lage ist, Warmwasser im Parlament bereitzustellen, braucht jetzt sich nicht gerieren als internationaler Akteur, der er einfach nicht ist. Ich gehe mit Ihnen dann nachher noch genauer auf die Ukraine ein, auch auf diesen Friedensprozess, den Sie da angesprochen haben. Das würde mich interessieren. Davor noch abschließend Österreich und EU. Würden Sie dann auch sagen, oder sind Sie denn noch immer für einen Exit, wo man ja jetzt in Großbritannien gesehen hat, der Brexit war nicht so wirtschaftlich gut? Also erstens, die Frage, sind Sie immer noch für den Exit, ist insofern zu präzisieren. Ich war nie für den Exit. Wir hatten... Ich muss jetzt kurz technisch werden. Im Jahr 2016, als die Briten entschieden haben, sie gehen aus der Europäischen Union, hat die Kommission ein Weißbuch erstellt mit 5 möglichen Szenarien für eine Weiterentwicklung der Europäischen Union. Das geht von Weiterwursteln wie bislang über die Reduktion Binnenmarkt, über die Möglichkeit der Koalitionsbildung von willigen Staaten in bestimmten Themenbereichen bis hin zur völlig zentralisierten Union. Und da gibt es einen Punkt 4, auf den wir uns auch verständigt haben, als wir 17 bis 19 regiert haben. Und das war die Rückholung von Kompetenzen aus Brüssel in die Mitgliedstaaten. Das wollen wir haben und nicht einen Austritt und nichts zerschlagen, abgesehen davon, dass die Briten jetzt nicht die großen Nachteile dadurch haben, dass sie ausgetreten sind. Sind aber in einer komplett anderen Situation, weil die Briten mit der transatlantischen Achse, ein ehemaliges Empire, sie sind nicht Teil des Kontinents, sondern eine Insel und sie haben immer den Pfund behalten und waren nie Teil des Euro. Das heißt, für die ist die Entscheidung eine komplett andere, als für Staaten, die überlegen würden, auszutreten, aber schon so tief in diesem Vergemeinschaftungsprozess drinnen sind. Ich will eine tiefgehende Reform. Sie haben das gut formuliert mit Abspecken der Europäischen Union und dorthin wollen wir, aber der Exit war in der Form nie von uns Thema. Und auch natürlich immer wieder in der Diskussion, also das bekommt man auch so mit vor Wahlen, natürlich sind jetzt natürlich die ganzen EU-Politiker immer sehr präsent. Man hat das Gefühl, ja, die wollen sich einsetzen, dann wird gewählt und dann vergeht die Zeit und man erfährt eigentlich nur mehr wenig aus Brüssel, also von sämtlichen Parteien, mal mehr, mal weniger. Und man denkt sich da irgendwie schon, das ist doch paradox, man bekommt da ein großes Brüsseler
Gehalt und chattet da durch die Gegend und dann ärgert man sich vielleicht doch über die EU. Gebe ich Ihnen recht, ja, aber das ist ein Prozess, der uns vielleicht auch gemeinsam betrifft. Faktum Nummer eins, wenn Sie mir in den sozialen Netzwerken folgen, werden Sie ganz einfach ja, durch die Statistik erkennen, dass ich mehr an Interaktion mit der Öffentlichkeit habe, als ein Gute der österreichischen Medien. So, Nummer eins, das heißt, von mir hört man sehr, sehr viel ja, und kann auch mitverfolgen, was sich hier auf europäischer Unionsebene tut. Nummer zwei, ich habe es geschafft, ein Bündnis auf europäischer Ebene zu schmieden, das jetzt ja, in einer Vorstufe ist, unter einem gemeinsamen Dach zusammenzukommen und wirklich den europäischen Kontinent in eine gute Richtung zu bringen ja, und in eine friedvolle, in eine freiheitsorientierte und in eine wieder Wohlstand in Europa generierende Richtung zu entwickeln. So, das ist das Zweite. Das Dritte ist, ja, dass, und da ist etwas, wo ich dann auch an den Mediensektor appellieren möchte, der immer diese Fragen stellt. Wir machen beispielsweise immer an diesen viertägigen Plenarblöcken in Straßburg große Pressekonferenzen, laden allein, kommen alle Journalisten. So. Das, was darüber berichtet wird, ist wenig bis nichts. So, und dann kann man auch nicht sagen, ihr lasst zu wenig von euch hören, wenn wir in einer sehr offensiven, freundlichen Art und Weise den Medien anbieten, zu euren Themen zur Verfügung zu stehen, aber dann nur auch eingeladen werden vor Wahlen. Das ist ein Prozess, wo man gemeinsam sagen muss, arbeiten wir daran, das, was sich auf der internationalen Ebene tut, einfach mehr ins mediale Bewusstsein zu rücken. Und dann würde sich so eine Frage, glaube ich, obsolet erklären. Und ich lade jeden ein, ja, da aus der Medienwelt das einmal zu begleiten, was es heißt, ja, einen viertägigen Plenarblock in Straßburg oder zwei oder drei Tage andauernde Ausschusssitzungen in Brüssel mitzuerleben, das Ganze von einer multilingualen Ebene auch abzuwickeln. Es ist eine große Herausforderung für die, die dort sind. Ich würde mir wünschen, dass mehr auch medialer Raum vorhanden wäre für die Arbeit, ja, und zwar alle Farben betreffend. Dann hätten wir diese Fragen nicht. Kommen wir nach Österreich. Jetzt ist ja die Festung Österreich bei der ÖVP, FPÖ ein großes Thema. Wir haben schon einige Aschermittwoch-Moderationen heute gehabt. FPÖ-Chef Herbert Kickl, der will ja dafür sorgen, dass es keinen einzigen Asylantrag in Österreich gibt, keiner angenommen wird. Wie wird denn das in der Praxis aussehen? Also erstens hat er völlig recht damit. Ja. Zweitens gilt es, glaube ich, noch hinzuzufügen, dass Österreich, was Schutz und Hilfe für andere bedingt hat, immer sehr, sehr offenen Herzens war. Wir haben im 56er Jahr den Ungarnaufstand, ja, Schutz und Hilfe geboten. Wir haben es im 68er Jahr Prager Frühling bei den Tschechen gemacht. Wir haben es bei den Jugoslawen gemacht in den 90er Jahren. So, was wir jetzt nicht haben wollen, ist, dass eine interkontinentale Völkerwanderung ja, aus Arabien und Afrika, Menschen, die 6.000, 8.000, 10.000 Kilometer entfernt sind, da bei uns in Österreich anklopfen ja, und in irgendeine Sozialversorgung hinein wollen. So kann das nicht gehen. Und zudem haben wir eine Regelung, dass all die Staaten, die als Drittstaaten sicher gelten, ja, Ziel sein müssten von Personen, die Schutz und Hilfe suchen. Da braucht niemand in Österreich anklopfen, weil wir umgeben sind von sicheren Drittstaaten. Und wenn nicht jemand mit dem Fallschirm abspringt über Österreich, ja, dann gibt es keinerlei Grund und Notwendigkeit, dass er bei uns an die Pforten klopft und bei uns in das Asylsystem hinein möchte. Dazu kommt denn auch diejenigen, die vorgeben, Asyl beantragen zu wollen, die sagen ja nicht, dass sie in Ungarn, in Polen, der Slowakei, Slowenien, in Estland, wo auch immer, Asyl, die wollen alle nach Österreich, nach Deutschland, ja, nach Schweden, weil die Sozialsysteme am besten sind. Und da sagen wir, so kann die Welt nicht funktionieren. Und ein Satz, das wird immer wieder in Erinnerung, der mir gut gefällt, sagt, wer Kalkutta als Beispiel retten will, ja, kann das nicht dadurch machen, indem er halb Kalkutta aufnimmt, weil dann wird er selbst zu Kalkutta. Und genau diesen Weg gehen wir, dass wir unser Sozialsystem, unsere gewachsene Infrastruktur so belasten und überlasten durch die Menschen, die hereinkommen, dass wir selbst massiv Schaden nehmen dadurch und niemand hat unterm Strich etwas davon. Das hat jetzt meine Frage aber nicht wirklich beantwortet. Wie man das machen möchte. Festung Österreich, Sie haben jetzt aufgezeigt, was alles nicht so gut läuft. Genau, ja. Durch eine mehrstufige Geschichte. Erstens einmal, dass man die europäischen Grenzen sichert, dieses Festungsmodell Österreich ausdehnt auf ein Festungsmodell Europa. Dass man es so macht wie die Australier beispielsweise, dass man jetzt anlandende Schiffe einfach abtrennt, nicht hereinlässt. Ja. Dass man mit Staaten
im arabischen, afrikanischen Raum so Kooperationsabkommen schließt, dass die Menschen, die wirklich Schutz und Hilfe benötigen, diesen vor Ort erhalten und keinerlei Notwendigkeit mehr besteht, dass wir die nach Österreich, Deutschland, Schweden oder wohin auch immer in Europa holen. Das brauche ich auch nicht. Drittens, das Geschäft mit den Schleppern einfach abdrehen. Ja. Das so funktioniert zurzeit, dass zusammengelegt wird in dörflichen Communities oder wo, um den Jüngsten und den Stärksten aus einer Community nach Europa zu bringen. Deswegen sieht man fast nur junge Männer, die anlanden an Europas Küsten, da ist halt 20, 21, 22, da ist keine Frau dabei, da ist kein Kind dabei, da sind keine kranken Menschen dabei, da sind keine älteren Leute. Und wie wollen Sie Leute das ändern, die Schlepper abdrehen bei uns in Österreich? Genau, indem ich einfach es nicht mehr möglich mache, dass Asyl in Europa eine Denkvariante ist, sondern die Betreuung von Menschen in die Regionen selbst verlege. Und dort, wo ich infrastrukturelle und sonstige Probleme habe, helfe ich mit Mitteln der Europäischen Union, weil jeder Euro, den ich jetzt in einem unterentwickelten Land zur Hilfe von Menschen, die unterernährt sind, die medizinische Versorgung brauchen und, entfaltet in der Region, glaube ich, eine hundertfache Wirkung im Vergleich zu den Kosten, wie sie hier entstehen. Schlepper, das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, muss ich gestehen. Also ja. Wie wird man das eindämmen? Es gibt ja jetzt auch schon eine eigene Taskforce dagegen. Es wird auch Werbung gemacht auf TikTok. Eine Anti-Marketing-Strategie gibt es jetzt schon. Also hier wird ja, was man so hört, eigentlich schon einiges getan. Der ganze europäische Laden ist an Unfähigkeit nicht mehr zu toppen. Ja. Seit 2015 gibt es da und dort, da machen wir da ein bisschen Werbung, da machen wir da ein bisschen Maßnahmen vor Wahlen, wo man sieht, die ganzen Wähler flüchten, ja, machen wir ein paar Scheinmaßnahmen. Wirkt alles nicht, braucht man alles nicht. Ja. Die einzige klare Antwort wäre, dass man Asyl nicht mehr interkontinental so regelt, wie es zurzeit der Fall ist, sondern den Menschen in der Region hilft. So. Und wenn Schlepper merken, sie bekommen niemand mehr herein nach Europa, dann wird das Geschäft enden. Und das Geschäft mit der Schlepperei, das auch ein Geschäft mit dem Tod ist, das ein ganz ein widerliches Geschäft ist, das wir politisch beenden müssen. Und wie man die europäischen Grenzen schützen könnte, habe ich auch den Vorschlag gemacht, dass man so eine Art ein Joint Venture, dass man Bundesheere und Polizeieinheiten aller Mitgliedstaaten in eine gemeinsame Grenzschutzeinheit bringt und in den neuralgischen Routen, wo Leute eindringen, einfach sagt, nein, stopp, es geht nicht, dass ihr hier nach Europa kommt, weil, und das ist das Zahlenwerk, das glaube ich wichtig ist, dass 82% jener, die hier in Europa sind und keinerlei Aufenthaltstitelberechtigung haben, trotzdem einfach hierbleiben, ist denen wurscht. Es machen weder die Regierungen was gegen diese Leute, noch haben diese Leute den geringsten Anlass, wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Und das gehört irgendwie geregelt, weil sonst zieht es ganz Europa in den Abgrund. Eine Grenzsicherung rund um die mehrere hundert, also 1000 Kilometer rund um Europa quasi von Kooperation zwischen Polizei und Heereskörper, haben Sie gesagt. Ja, ist ja nicht so, dass dann jeder Meter da eine Route ist. Wir haben Hauptrouten. So stellt man sich das dann vor, wenn Sie das eben erzählen. Ja, aber wir haben Hauptrouten, wo jetzt über den Seeweg oder den Landweg Menschen hereingebracht werden. Wenn man diese Hauptrouten damit zum Versiegen bringt, habe ich 80-90% des Problems einmal beseitigt. Ein ganz anderes Thema, vorhin schon angesprochen. Sie kritisieren immer wieder die Hilfsgelder, die die EU an die Ukraine zahlt. Erst vorige Woche wurde da auch ein Finanzpaket geschnürt in der Höhe von 50 Millionen Euro. Wie soll denn Europa Ihrer Meinung nach mit der Ukraine jetzt umgehen? Sie haben auch einen Friedensprozess gefordert. Wie genau kann das aussehen? Also erstens einmal freundlich, weil die Ukrainer ein liebenswertes, geschätztes Volk sind, ihre berechtigten Anliegen hat. Ich sehe in Wien jede Menge an Superluxus-Schlitten mit UA-Kennzeichen, wo drinnen junge Männer sind, die da herumfahren, wo ich jetzt meine, das ist nicht klassisch derjenige, der da Schutz und Hilfe braucht. Das ist eine Liga von Oligarchen, die es halt irgendwie geschafft hat, sich da... Also das sind die Ersten, die flüchten konnten. Das sind die viel Geld hatten. Ja, und so mit ihren Mercedes G-Klassen und Audi Q8 oder was immer es da gibt, sollen sie es halt irgendwo den Österreichern bereitstellen und damit die Finanzierung des Systems entlasten. So, Nummer eins. Ich hätte nie diese kriegerische Eskalation zugelassen, sondern vom Tag 1 Putin, Zelensky
ohne die Amerikaner, weil die brauche ich da nicht auf europäischem Boden, dazu gebracht oder motiviert oder alles unternommen, zu reden darüber, wie das Sterben beendet werden kann. Wir haben eine 500.000 Menschen, die dort gestorben sind. Ja, das sind diversen kriegerischen Auseinandersetzungen, was der nackte Irrsinn ist. Der einzige Ort, wo man versucht hat, Verhandlungen durchzuführen, war in der Türkei. Es ist die Türkei NATO-Staat und jetzt nicht unbedingt der einladende Ort dafür, um einen solchen Konflikt zu befrieden. Wir haben in Österreich eine Tradition, die auf Kreisky zurückgeht, wo man einfach sagt, wir sind ein Ort, wo wir die Menschen zusammenbringen. Lasst uns darüber reden, ob wir nicht eine Regelung finden, das Sterben zu beenden. Ja, weil die Mütter, die um ihre gefallenen Söhne weinen, ob das jetzt russisch oder ukrainisch ist, ist völlig wurscht. Es sterben Menschen, dieses Sterben soll beendet werden. Und da haben wir unsere Pflicht, alles zu tun, einzuladen. Ob wir es schaffen, da irgendwo eine friedvolle Entwicklung herbeizuführen oder nicht, kann ich jetzt auch nicht garantieren. Aber ich sage, der Versuch alleine, den zu unternehmen und zu sagen, wir wollen Frieden, wir wollen nicht. Und das ist das Feigste überhaupt, dass man da geldmäßig zusammenlegt, ja, dass man in die Ukraine Waffen jedweder Art hineinschaufelt. Würden Sie das alles abstellen? Ja, selbstverständlich würde ich die Waffenlieferungen abstellen, ja. Die Finanzhilfen, die jetzt nicht auf Waffen basieren, auch? Ja, wohin gehen denn die? Schauen Sie in die Infrastruktur. Ja, Infrastruktur, schauen Sie an, wer das sich aller bereichert, braucht jeder nur eingeben in die Google-Suchmaschine unter Korruption und EU-Finanzhilfen, wohin das Geld dort in der Ukraine versickert. Ja, würde ich einstellen, weil zu einem Gutteil geht das nicht jetzt in eine Richtung, dass ich Menschen dort ja irgendwo würdevoll versorge. Es geht darum, dass ich eine Waffenkriegsindustrie ja, und eine oligarchische Struktur bediene und das will ich nicht haben. Und jetzt, also Sie haben von dem Friedensprozess gesprochen, ja, den man auf jeden Fall mal probieren sollte. Meinen Sie, in dem Falle, dass jetzt Putin unter ihrer EU-Politik dennoch in die Ukraine einmarschiert und das Land quasi vernichten möchte, was würden Sie dann tun? Sagen Sie dann, okay, wir haben es probiert, die Ukraine glaub, kann das selbst erledigen? Ich glaube, dass der ganze Krieg von bestimmten wirtschaftlichen Kreisen vielleicht sogar gewollter war. Man hat sich gesehen beim Maidan, das war vor etlichen Jahren, wo auch da die CIA und US-Kreise massiv mit dran beteiligt waren, wo dann der Sohn des jetzigen US-Präsidenten Biden, ja, der Hunter, dort in die Vorstandsabteilung der größten Energieversorger hineingebracht wurde, wo eine US-Amerikanerin quasi umgebürgert wurde von der Amerikanerin zur Ukrainerin und dort Finanzministerin wurde, sodass ein ganz vitale, ja, Geldinteressen offensichtlich vorhanden und da wird es dann schäbig. Ja. Und die Amerikaner sollen sich aus der Ukraine raushalten, also die Europäer sich auch raushalten. Die Ukraine muss selbst einen Weg finden, der für sie ein tauglicher ist. So, und wenn da man die Russen so provoziert, ja, indem ich sage, ich rücke die NATO immer näher ran, ja, an die russische Grenze, dann rechtfertigt das noch allemal nicht, ja, das, was Putin gemacht hat. Ja. Aber ich sage, dass man hier jetzt eine Situation auch zugelassen hat, wo Konflikte eskalieren, wie sie eskalieren. Und hätte man das anders gemacht, dann hätte die Ukraine als neutralen Teil belassen, ja, wäre möglicherweise nicht diese Welle von Sterben und Problemen gekommen, die wir jetzt erleben müssen. USA haben Sie schon angesprochen. Von vielen Seiten wird derzeit gegen möglichen US-Präsidenten Donald Trump gewarnt, der jetzt im November gute Chancen hat, gegen Joe Biden anzutreten. Das ist ein Kandidat mit zahlreichen Verfahren auf der einen Seite und auf der anderen Seite wird jetzt auch schon gewarnt, wenn er jetzt an die Macht kommt, die Gelder für die Ukraine abgedreht werden, Russland einmarschiert, dann bedeutet das auch nichts Gutes für Europa. Wie sehen Sie denn das Ganze? Also erstens einmal, das, was jetzt Joe Biden der Welt bietet, ist Trauerspiel der Sonderklasse. Ich möchte jetzt nicht mich über mögliche Krankheit da verbreiten, weil ich kein Arzt bin, aber wenn ich als US-Präsident quasi der Anführer der freien Welt, wie ich immer bin, und ich weiß nicht mehr, wo ich gerade bin, ja, und ich weiß nicht, bei welcher Hymne ich da die Hand aufs Herz halte und Namen verwechselnd völlig orientierungslos durch die Gegend gehe, dann vermeine ich, das ist nicht der Gesundheitszustand, den es benötigt, um ein US-Präsidentenamt auszuüben. So, Nummer eins. Nummer zwei, warum ich Trump partiell und punktuell unterstützt habe, war aus zwei Dingen heraus, weil Trump derjenige war, der immer gesagt hat, er ist gegen
kriegerische Inszenierung. Ja. Er ist dagegen, dass die USA sich als Weltpolizist geriert. Und es war ja wirklich so, dass von 16 bis 20, wo er Präsident war, die USA keinen Krieg begonnen haben. Hervorragend. Ja. Jetzt, wo die Demokraten am Ruder sind, gibt es einen Krieg nach dem nächsten. Und das, was mir an Trump gefallen hat, dass er gegen diesen Globalisierungsirrsinn auch aufgetreten ist, indem er gesagt hat, lasst uns die Autoproduktion ja, von Mexiko zurückholen in die USA, lasst uns zurückholen die Smartphone-Produktion von China in die USA und dieser Globalisierungsirrsinn, schauen wir, dass wir die US-Wirtschaft wieder so ordentlich ja, auf die Beine bringen. Das hätte ich auch gern für Europa. Der Rest ist US-Geschichte. Ja, und sollen die allein mit sich ausmachen und auch nicht mein Thema darüber zu urteilen. Was mir jetzt an Trump gefallen hat, war, dass er der einzige im globalen Bereich zu identifizierende Akteur war, der gesagt hat, er würde sich sofort ja, dafür verwenden, innerhalb von 24, 48, keine Ahnung, Stunden ja, Frieden herbeizuführen, indem er dort die Streithanseln an einen Tisch bringt und einen Weg quasi vorschlägt, ein Mann, der irgendwo den Versuch zu unternehmen, da Frieden herbeizuführen. Und das ist ein Grund, der allemal ein erfolgreiches. Dass sie mit Verfahren und Co. bremsen, ist klar, das sind die letzten Waffen der Systeme, die es dann noch gibt, mit der Justiz jemand von demokratischen Wahlen irgendwo abhalten zu wollen. Die Amerikanerinnen und Amerikaner sollen das bei ihren Wahlen entscheiden. Ganz andere Frage zum Schluss noch, Herr Wilimski. Morgen ist der Akademikerball und Sie werden aber nicht teilnehmen. Wieso nicht? Haben Sie was Besseres vor? Erstens war ich noch nie beim Akademikerball, überhaupt noch nie bei einem Ball, weil ich ein Tanzmuffel bin. Man möge mich mit Steinen bewerfen, aber es ist so, ich bin kein Ballgeher, Nummer eins. Und Nummer zwei, ja, ich bin morgen am Weg in die USA. Ich habe da eine Reihe von Treffen. Ich werde auch beim CPAC-Meeting in Washington sein. Und das ist der Grund, warum ich morgen auch nicht mit Donald Trump oder? Nein, nicht mit Donald Trump, aber mit der republikanischen politischen Szene dort. Und ich glaube, dass das allemal etwas, die haben ja auch Wahlen. Und ich glaube, dass wenn es gelingt, dass die USA weggehen von diesem kriegerischen Irrsinn, diesen Globalisierungswahnsinn, da wir jemanden brauchen, der als Partner in der Zukunft dienen könnte. Und da ist es gut, einfach Kontakte zu halten. Ja. Und während andere meinen, wir wären irgendwo bei Putin, sind wir in den USA. Und das ist ein Grund, warum ich morgen generell auch nicht hier sein werde. Und der eigentliche Grund, warum ich nicht beim Ball bin, weil ich das Tanzvergnügen ja, nicht so als Vergnügen empfinde wie andere, es aber trotzdem als wundervolle, schöne Ereignisse sehe, ja, Bälle dieser Art. Herr Wilimski, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke für die Einladung. Boom. Boom, 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 boom.